wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Herzlich willkommen zum CSD Potsdam 2022, dem schnellst organisiertesten CSD aller Zeiten in der Landeshauptstadt Potsdam. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Vielen Dank, dass ihr offensichtlich ungealtert die Pandemie überstanden habt. Vielen Dank, dass die Technik noch die Technik ist und noch weiß, wie Jingles gehen und wie Musik geht. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir freuen uns auf den Queen's Day 2022. Und soweit ich gesehen habe, gibt es hinter dem Zelt Talente und KünstlerInnen. Wir gucken mal, was da so alles passiert heute. Ich habe hier auf der Bühne zwei reizende, gut aussehende, großartige und tolle BegleiterInnen des Queen's Day 2022, des CSD Potsdam, weil sie sind schon immer irgendwie mit dabei, nämlich die Ich weiß, was ich tue Kampagne der Deutschen AIDS-Hilfe. Vielleicht stellt ihr euch mal ganz kurz vor. Ja, einen wunderschönen guten Tag und hallo Potsdam, schön, dass ihr da seid! Mal, das ist irgendwie ein gutes Echo und es gibt und pfeift, aber mein Name ist Jürgen und ich komme aus der Hansestadt Rostock. Ich arbeite für Ich weiß, was ich tue, seit über 15 Jahren und ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und da ist der Enrico auch. Genau, nachdem die Talente ja hinter der Bühne sind, sind wir auf der Bühne. Mein Name ist Enrico, ich komme aus Leipzig, bin jetzt bei Ich weiß, was ich tue, seit ungefähr 13 Jahren. Und es macht natürlich unheimlich viel Spaß, quasi mit dir auf gut zu sein. Danke für die Einladung. Und ja, jetzt erzählen wir noch ein bisschen was über die Kampagne. Ich würde erstmal so die ersten Fragen stellen. Ich bin ja hier quasi die Chefin auf der Bühne, sonst nicht. Wir haben hier zwei Menschen, die CSDs in Ostdeutschland vertreten, Leipzig, Rostock. Wie wichtig ist es eigentlich, wenn wir vor 15 Jahren so geguckt haben, da war Berlin, so das große Köln, Hamburg und dann kamen immer mehr vermeintlich kleine Städte dazu, gerade in Ostdeutschland, Leipzig, ganz großer CSD, Rostock, ein großer CSD. Wie wichtig ist es eigentlich, gerade auch in Ostdeutschland und in ostdeutschen Metropolen oder Städten CSD zu machen? Wie schwierig ist es? Oder, genau. Sehr wichtig. Das ist erstmal die kurze und knappe Antwort. Denn Community ist überall da, wo wir als Menschen, wo wir als Community leben und leben wollen und es uns auch gefällt. Und das ist natürlich nicht nur in der Großstadt Berlin so, das ist auch im Dorf der Fall, das ist auch in einer Kleinstadt der Fall. Und wenn ich mich noch an den ersten CSD zum Beispiel in Rostock erinnere, das ist vor 20 Jahren gewesen, da hat der Rostocker CSD seinen ersten CSD durchgeführt. Man hat so gerechnet vielleicht mit 200, 300, 500 Menschen und gekommen sind 1500 und das war für uns damals ein riesiger Erfolg und da kann man natürlich nur anschließen. Wenn ich heute auf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern schaue, es gab eine Zeit lang nur den CSD in Rostock, dann kam noch der CSD Schwerin dazu. Mittlerweile gibt es aber auch die Tage der Akzeptanz in Greifswald. Es gibt den CSD in Stralsund, es gibt den CSD in Neustrelitz und in Neubrandenburg und wir haben da wirklich eine Community, ein Netzwerk, das sehr fleißig aufbaut auf die Strukturen vor Ort und sei ein CSD auch nur mit 20 oder 30 Menschen. Es ist ein Christopher Street Day, man zeigt, wie wir auf der Straße demonstrieren für unsere Rechte, für unsere Gleichberechtigung und für Akzeptanz. Das ist das Wichtige, deswegen es nach wie vor ein CSD braucht in dieser Gesellschaft. Eine Kampagne, ich weiß, was ich tue, der Deutschen AIDS-Hilfe unterwegs. Vielleicht kannst du kurz die Kampagne noch mal kurz erklären. Es gab eine ganz spannende Umfrage an eurem Stand. Ich kann es nur empfehlen, an diesem Stand mal vorbeizuschauen und an der Umfrage teilzunehmen. Kannst du die Kampagne kurz vorstellen? Wie wichtig ist die HIV heute noch, HIV-Aufklärung? Genau. Also die Kampagne, ich weiß, was ich tue, richtet sich an schwule Männer und queere Menschen in der ganzen Bundesrepublik.
Sendung. Wir beschäftigen uns mit Themen für seelische Gesundheit, wir klären auf für HIV, leisten Drogenbeitrag zur Akzeptanz und Drogenberatung. Jeder Drogenbraucher gehört im Teufelsküche, sondern in die Akzeptanz. Wir sprechen über unheimlich viele Themen, die wichtig sind, Trans, Sex, Teil der Szene. Und wir sind so vielfältig wie die Szene selber und denken, dass wir einen großen Beitrag leisten können. Und nochmal zu der Frage, die hier vorgestellt wurde, ich betreue auch die CSDs in Pirna, in Altenburg, jetzt ganz neu in Dessau, Roßlau. Und wir merken halt, dass der Bedarf unheimlich groß ist, dass die Bereitschaft, auf einem CSD präsent zu sein, nicht nur Party ist, sondern sich dafür einzusetzen, Kante gegen rechts zu zeigen, Identität und natürlich auch Identität generell in der Szene. Und das ist super wichtig, auch im ländlichen Raum heute zu haben. Ja, vielen Dank. Jetzt fällt mir gerade, die Frage ist mir gerade weggefallen, rote Fahne ist mir gerade entfleucht. Vielleicht lade ich euch einfach noch zu uns an den Stand an, der Jirka hat es ja schon gesagt, dort gibt es die Möglichkeit, Stellung zu beziehen, Stellung zu Themen, die wir vorgegeben haben, zum Beispiel, was haltet ihr von CFS-Sex-3-Punkten oder wie sollte die Community ja heute gestaltet sein. Diese Möglichkeiten, schreibt eure Meinung auf ein kleines Kärtchen und hängt sie an die Wand der Wahrheit, so nenne ich sie heute einfach, und dann kann sie das ganze Wochenende bewundert werden. Eure Meinung heute ganz sichtbar hier auf unserer Wand, in unserem Stand. Kommt gern vorbei. Es gibt auch für jeden da ein kleines Giveaway. Wir haben Infomaterialien dabei und natürlich auch das ein oder andere CFS-Sex-Material. Ist mir auch eine Frage eingefallen. Wir haben ja heute das erste Mal eine CSD-Demonstration gemacht. Da waren 250 Menschen auf der Straße. Wir waren alle ganz erstaunt. Und worüber wir aber gar nicht gestaut haben, dass ganz viele ganz junge Menschen mit auf der Straße waren, das erste Mal Sichtbarkeit gezeigt haben. Das fanden wir auch sehr wichtig. Hat sich in den letzten Jahren, haben sich die Fragen geändert? Weil sind es immer noch die gleichen Fragen? Wenn ich jetzt die jungen Menschen sehe und wenn ich so in Schulen Workshops mache, Self-Assets-Workshops, gucke ich immer in völlig entgeisterte Augen, weil sie davon noch nie was gehört haben. Haben sich die Fragen am Stand auch geändert? Also was wir halt generell merken, wie du schon sagst, dass die Zielgruppe oft jünger wird. Aufklärung passiert heutzutage nicht mehr nur über Bravo oder über TikTok oder über die Netzwerke, sondern es finden auch wirklich wieder viele Gespräche auch vor Ort statt. Und was wir auch merken, das ist auch ein Schwerpunktthema in diesem Jahr, ist das Thema Coming Out. Die Fragen haben sich ein Stück weit verändert. Viele suchen Anstöße und versuchen auch die Fragen irgendwie um sich selber zu klären. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch Buddies zu haben, die diesen Weg nehmen können. Und ich glaube auch so ein bisschen diese Akzeptanz und auch so ein bisschen die Angst zu nehmen, die heutzutage an Alten noch stattfinden kann. Ja, und die Vielfalt der Community ist ja nicht nur schwul und lesbisch oder vielleicht noch bisexuell. Nein, es geht viel, viel weiter. Es geht auch in die Bisexualität, in die Transsexualität und in die Pansexualität. Und es gibt so viele verschiedenste kleine Schubladen, die vor 5 Jahren vielleicht noch gar keinen Namen hatten, aber jetzt auf den Christopher Street Days betreten sind und endlich sichtbarer werden. Sie sind kleine Communities in der großen LGBT-Community, in der Familie des Regenbogens, die Sichtbarkeit einfordern und der wir natürlich auch Sichtbarkeit liefern und geben wollen. So, vielen Dank. Ich glaube, wir werden jetzt mal die Bühne verlassen. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen Pausenmusik geben. Und ich fürchte, dann kommen Talente auf die Bühne. Vielen Dank, dass ihr hier auf der Bühne wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir freuen uns auf den Queen's Day 2022.